Kommen wir jetzt zurück nach Österreich. Da beginnen nächste Woche am Dienstag die ÖH-Wahlen. Bis Donnerstag können alle Studierenden ihre Vertretung wählen, was in den letzten Jahrzehnten aber nur noch ein sehr geringer Teil auch tatsächlich getan hat. 325.000 Studierende, 69 Hochschulen, 11 Listen. Von 19. bis 21. Mai können Studentinnen und Studenten in Österreich ihre Stimme bei der ÖH-Wahl abgeben. Bei der Bewerbung der Wahlen werden keine Kosten und Mühen gescheut. So recht ankommen will das bei den Studierenden aber nicht. Werdet ihr wählen gehen? Ja. Ich glaube, ich werde nicht gehen. Ich weiß nicht genau. Mal schauen. Vielleicht. Ich bin am Überlegen. Weiß ich noch nicht. Ich glaube, vielleicht schon. Wäre eigentlich nicht schlecht. Eigentlich nicht. Ich war auch bei der letzten nicht, weil mir eben der Zugang dazu fehlt. Also sonst bei politischen Wahlen gehe ich immer, aber zu der ÖH-Wahl, da fehlt mir einfach der Bezug. Für die österreichische Hochschülerinnenschaft ist das geringe Interesse nichts Neues. In den 50er und 60er Jahren ist die Wahlbeteiligung zeitweise bei 70% gelegen. In den 70er Jahren folgt dann aber ein rasanter Abfall. Seitdem geht nur rund ein Drittel der Studierenden zur Wahl. Diesmal hofft die ÖH aber auf eine Verbesserung, denn bei der Wahl gelten heuer neue Spielregeln. So gibt es zum ersten Mal die Möglichkeit der Briefwahl und auch die Direktwahl wurde nach 10 Jahren wieder eingeführt. Über die beginnenden ÖH-Wahlen berichtet morgen auch das ORF-Parlamentsmagazin Hohes Haus. Live zu Gast bei Patricia Pawlitzki ist aus Anlass 60 Jahre Staatsvertrag Anneliese Fiegel, die Tochter des damaligen Außenministers, um 12 Uhr hier in ORF 2.